alles okay? Chris! Ja, uns geht's gut. Aber das Schiff sinkt schnell. Nähern uns der Queen Zenobia. Treffpunkt in der Schiffshalle. Okay, wir warten. Gut, bis bald. Chris, Ende. Was sucht ihr denn? Wir sollen uns doch in der Schiffshalle treffen. Funktioniert nicht. Kurze Meditation, um darüber nachzudenken, ob das funktioniert oder nicht. Und ab in diese Richtung. Dann wird auch schon mal gelaufen. Oh nein. Ich hoffe, wir sind richtig. Hier sind wir im Casino. Die Z muss rein. Muss sein. Und Schaden 4 ist cool. Nehmen wir Schaden 2 rein. Was war mit der richtig? Schauen wir uns teilen. Okay. Hörst du? Da! Weltro! Schieß ihn doch jetzt. Die Party verpasst. Warum die Leute die Bösewichte eigentlich nie erschießen, wenn sie... Das regt mich auch immer wieder auf. Da steht der Bösewicht vor dir, mit einer Rede, und du, tja, mit einer Waffe in der Hand. Wir nähern uns der Queen Zenobia. Treffpunkt in der Schiffshalle. Alles klar, wir werden dort warten. Okay, bis gleich. Chris, Ende. Das ist sie. Die Queen Zenobia. Oh Mann. Eher was von ihr noch übrig ist. Pass auf. Da draußen ist was. Das dürfen wir ballern. Natürlich. Ja.
besonders gut daran. Verhältnung haben wir noch. Fantastisch. Na komm. Fast da. Mal sinken lassen das Schiff. Wir müssen irgendwie auf die Zenobia kommen. Hier können wir an Bord. Jessica, wir müssen ein Versprechen einlösen. Auf geht's. Toll. Wir beide auf einer Kreuzfahrt. Aber leider säuft das Schiff ab. Freunde der BSAA, ihr habt die Regia Solis gestoppt. Jetzt werde ich berichten, was ich weiß. Alles über die Queen Zenobia und die Geheimnisse, die sie bewahrt. Geheimnisse? Hört mir zu. Erstens, warum wurde die Queen Zenobia erst jetzt gefunden? Wie konnte sie unentdeckt im Mittelmeer umhertreiben? Das war kein Magiespiel. Zweitens, warum verschwanden alle Spuren von Veltro nach der Terra Grigia-Panik? Sag du's uns doch, hä? Und drittens, warum will jemand mit der Regia Solis die Queen Zenobia zerstören? Die Antworten auf diese Fragen führen zu einer unbequemen Wahrheit. Ihr musstet sie finden und das... Jessica! Warum hast du auf ihn geschossen? Um unsere Leute zu beschützen. Ist das nicht unser Job? Stirb mir ja nicht weg! Verdammt. Raymond? Aber wieso? Warum spielst du auf der Seite von Veltro? Was meinen Sie? Finde die Wahrheit über Terra Grigia. Noch dasselbe Kapitel 8. Immer speichern. Und weiter geht's. Spannung. Das Zwischenspeichern ist irgendwie immer ein bisschen. Es reißt einen raus. Ich weiß auch nicht. Ein schrecklicher Verlust. Das Schiff wird's nicht mehr lange machen. Der Virus darf auf keinen Fall ins Meer gelangen. Wir haben die Queen Semiramis durchsucht. Ich glaube, ich weiß, wo das Labor liegt. Wir machen uns auf den Weg. Gut. Ich werde versuchen, den Untergang zu verzögern. Jessica, kommst du mit? Ja. Tja, ein freundschaftlicher Partnertausch sollte uns auf Trab halten. Verstanden. Wir kümmern uns um den Virus. Ihr verschafft uns Zeit.
Als ob. Okay. Chris und Jason wieder zusammen. Sogar unter Wasser. Das sollte die Dinge aufhalten. Danke, Chris. Ach ja, ich habe die möglichen Standorte für das Labor markiert. Er versteht's einfach nicht. Was für ein Langweiler. Vielleicht ist er vergeben, Jessica. Also gehen wir wieder runter, oder was? Raymonds Werk? Nein. Warum tun wir das? Nur die halbe Wahrheit. Bei dieser Mission gibt vieles noch keinen Sinn. Wollen wir uns rot unterteilen? Zum Dampfmoor. Yay, ich darf wieder schwimmen. Ich wollte gerade die Granate werfen. Verstanden. Wir sind doch falsch. Ins Wasser. Juhu. Das Labor ist gleich davor. Reingesprungen. Okay. So, wenn ich hier rein sehe. Wo ist ein bisschen? Ah, hier. Versuch's damit. Aha. Der Schlüssel war auf der Semiramis. Wenn die Schiffe baugleich sind, ist das Labor da lang. Muss gleich drauf Chris warten.
Schlüssel. Einmal alles wieder entspannt. Registriere Fingerabdruck. Fingerabdruckregistrierung fertig. Okay. Das hat uns jetzt was gemacht. Durchschlagskraft, große Trefferzone, das klingt auch sehr vielversprechend. Ja, was nun? Nur gut gescannt und jetzt. Wieder zurück oder wie? Ein Schloss an der Tür. Bitte betreten Sie den Sterilisationsraum. Jetzt haben wir keine MG mehr. Und das MG zurück. Was sollen die ganzen neuen Waffen? Dekontaminiere. Bitte warten. Was zum? Ich dachte es nicht, dass es mir verlässt. Oh oh. Weg hier. Ah!
sechste Pistole. Und dann jetzt zusätzlich. Schon gut. Alles okay. Pistole mit Durchschlagskraft. Fahrstuhlmusik spielt. Wozu diese Anlagen auf einem Kreuzfahrtschiff? Ganz einfach. Das ist die perfekte Tarnung. Du hast recht. Ich hoffe, wir finden heraus, was hier vorgeht. Der Virus muss irgendwo hier im Forschungsbereich sein. Also das ist das Geheimnis der Zenobia. Episode 8, alles oder nichts, Ende. Ich dachte, das Spiel hat 7 Episoden. Das ist doch nur ein bisschen mehr. Bisher bei Resident Evil Revelations. Wir nähern uns der Queen Zenobia. Treffpunkt in der Schiffshalle. Alles über die Queen Zenobia und die Geheimnisse, die sie bewahrt. Geheimnisse? Jessica, warum hast du auf ihn geschossen? Raymond? Aber wieso? Warum spielst du auf der Seite von Veltrum? Was meinen Sie? Finde die Wahrheit über Terra Grigia. Also das ist das Geheimnis der Zenobia. Episode 9, kein Ausweg. Klingt ja sehr positiv. Hier schon wieder. Oh, fuck. Gut, gut, gut. Flugzeugfrack. Das Ding ist unglaublich. Was zum Teufel hast du getan? Ich habe gar nichts getan. Sag nicht, dass die Batterie leer ist. Oh, Mann. Das Positive ist, wir sehen bei dieser Verschwörung allmählich klarer. Wir müssen zum Flughafen zurück, und zwar sofort. Hey Mann, warte!
nochmal. Niemand zu Hause. Sogar das andere Team ist abgehauen. Also, was machen wir denn eigentlich hier? Alles okay. Ich habe uns eine Hintertür offen gelassen. Ich kann uns mit jedem PDA reinbringen. Ach ja? Warum hast du das nicht gleich gesagt? Wenn meine Theorie stimmt, ist die Wahrheit über Veltro noch nicht spruchreif. Machst du Witze? Ich will voreilige Schlüsse vermeiden. Ich brauche mehr Infos. Na, fantastisch. Okay, finden wir diesen Computer. Hier drüben haben wir noch nicht gesucht. Sollten wir den nochmal spielen? Ich hoffe nur, er hat eine starke CPU. Das wäre klasse. BOW! Ich wusste, dass ich mich betritt. Tja, die ganze Zeit. Was? Wen juckt's? Schieß, verdammt! Noch was jemand, zu mitnehmen. Bestimmt ist, sollte bei Veltros Rückkehr nicht hier sein. Sie inszenieren das. Nein, keine Zeit für Verschwörungstheorien. Munition. Mischt. Jetzt geht's. Spannend, was das mit der Nadel zu tun hat. Hm, ist das wirklich ein echter MB28? Grinder, so einen wollte ich schon immer. Du stehst auf Technik wie Fliegen auf Scheiße. Es ist nur ein Computer. Zur Sache, Schätzchen. Was soll das denn? Es passiert nichts. Was hast du gemacht, Quint? Gar nichts. Ich brauche mehr Strom für den MB28. Hier muss ein Generator sein. Den brauche ich. Okay. Bleib hier und amüsiere dich mit deiner neuen Flamme. Mit dem Raketengenerator, mit dem Raketenwerfer, mit dem Raketengenerator, genau. Okay. Ich hoffe, dieses rostige Ding funktioniert. Der Strom reicht nicht, um ihn voll aufzuladen. Gibt's noch mehr Generatoren? Da drüben gibt's noch was. Im nächsten Kampf. Gut, Energie. Starte die Analyse. Hast du schon was? Nein, ich muss zuerst durch die Verschlüsselungen kommen. Das sollte der MB28 in ein paar Minuten schaffen. Dachte ich mir.